Gut, nachdem wir also tatsächlich 15 Uhr haben und wir zeitmäßig knapp vermessen sind, fange ich einfach mal an. Vielen Dank fürs Kommen heute. Herzlich willkommen zu diesem beiden Vortrag. Sie werden das vielleicht hören. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Sollte jemand in der letzten Reihe nicht verstehen, was ich sage, dann bitte einfach irgendwie kurz Wasserflaschen nach mir schmeißen. Ich bemühe mich dann, das Ganze nochmal zu wiederholen. Und ansonsten denke ich, dass wir sprachlich so weit übereinkommen werden. Ich bin Deutscher, das ist natürlich eine gewisse Herausforderung für Sie, aber das werden wir an der Stelle, denke ich, umgehen. Der Vortrag Storage mit Seth, erlauben Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Martin Gerhard Loschwitz. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal irgendwo von mir gehört. Ich lebe und arbeite in Wien, aber am Akzent hört man, ich bin nicht in Österreich geboren, sondern in der Nähe von Düsseldorf, ganz im tiefen Westen von Deutschland. Möglicherweise hat irgendjemand von Ihnen schon mal das gelesen, das ich geschrieben habe. Das kommt recht regelmäßig vor im Linux-Magazin, im Apple-Magazin. Ansonsten bin ich nebenbei Debian-Entwickler, entwickle dort maßgeblich die Pakete für Pacemaker und Chorosync, also für alles, was mit dem Linux-Cluster zu tun hat. Und ansonsten bin ich auch als Referent auf Konferenzen noch einigermaßen aktiv. Mein liebstes Hobby ist dieses, das heißt, sollte jemand in Wien sein und partout den Drang verspüren, Bowling zu spielen, dann bitte einfach kurz mir Bescheid sagen, das lässt sich sicher einrichten. Und wenn ich bei allen Freizeitaktivitäten, die mich plagen, tatsächlich noch Zeit zum Arbeiten habe, dann tue ich das für diese Firma. Wir beschäftigen uns maßgeblich mit drei Dingen, mit Linux und Hochverfügbarkeit, mit OpenStack, also Cloud Computing, und mit skalierbarem Storage. Und das ist ja letztlich auch der Grund, warum ich heute vor Ihnen stehe. Unterstelle Ihnen, dass Sie alle eine Vorstellung davon haben, was Storage ist. Unterstelle Ihnen auch, dass Sie eine Vorstellung davon haben, was Skalierbarkeit ist. Trotzdem will ich auf den Begriff der Skalierbarkeit gerne kurz eingehen. Skalierbarkeit kennt ja üblicherweise zwei Dimensionen. Einerseits das Skalieren in die Höhe, also Scale-Up. Bei Scale-Up geht es im Wesentlichen darum, dass ich ein Rechen-Setup, ein Computing-Setup dadurch vergrößere, dass ich Komponenten entweder um zusätzliche Bauteile erweitere, also mehr RAM, mehr Festplatten, mehr CPU, oder dass ich Komponenten, die schon da sind, ersetze durch Komponenten, die grundsätzlich leistungsfähiger sind. Heißt konkret, im Scale-Up-Verfahren habe ich vorher einen Server und ich habe auch im Anschluss immer noch einen Server, aber der Server ist per se in der Lage, deutlich mehr Performance zu liefern, als der Server, der vorher da war, das hätte tun können. Scale-Up stößt einigermaßen schnell an seine Grenzen. Ich kann in einen Rechner nicht beliebig viele Festplatten reinstopfen. Irgendwann habe ich auch keinen Platz mehr für RAM. Irgendwann habe ich keine CPUs mehr, die leistungsfähiger sind und dann auch reinpassen. Und die Festplatten sind in der Regel das größte Problem. Da geht mir einfach der Platz aus. Und dann kann ich vielleicht noch ein JBOD dranhängen. Aber auch das ist eine Option, die irgendwann endet. Ja, dann habe ich halt einen Rechner da stehen, in den ich mehr Festplatten oder Festplatten mit größerer Kapazität einfach nicht mehr hineinbekomme. Scale-Up gegenüber steht das Scale-Out, das Skalieren in die Breite. Beim Skalieren in die Breite geht es eigentlich darum, dass ich einen Rechner nicht dadurch verändere, dass ich mehr Hardware reinstecke, sondern dass ich dem Rechner, den ich schon habe, zusätzliche Rechner zur Seite stelle, damit die Rechner die Last, die auf diesem Setup anliegt, gemeinsam abfedern können. Das heißt, vorher habe ich einen Rechner, hinterher habe ich drei Rechner, die möglicherweise per se gar nicht so viel leistungsstärker sind als der Rechner, der vorher schon da war, aber ich habe drei davon. Das heißt, die Last verteilt sich auf drei Rechner und das Setup funktioniert insgesamt besser und ist deutlich leistungsfähiger. Scale-Out ist in der IT gegenwärtig so der Trend. Ja, Scale-Out macht im Grunde jeder. Webserver machen das seit etlichen Jahren, seit 15 Jahren im Grunde. Bei Webserver ist so ein Scale-Out-Setup ganz typisch das Load-Balancing-Zeugs. Das heißt, ich habe einen Load-Balancer und dahinter ganz viele Webserver. Brauche ich mehr Performance, stelle ich einen Webserver dazu. Datenbanken fangen mit Scale-Out gerade an. MySQL hat einen Skalierer. PGSQL kriegt auch eine eigene Replikation oder hat sie schon und ermöglicht da Replikation, Galera für MySQL kann sogar von Multi-Master-Replikation. Sogar ich skaliere in die Breite, wie man sieht. Wenn Sie vom Thema Storage reden, dann werden Sie feststellen, alle Storage-Lösungen, die konventionell im Rechenzentrum verbaut werden, können das nicht. Bei Storage ist irgendwann einfach der Punkt erreicht, wo Sie in vorhandene Hardware nicht mehr Platten reinkriegen, wo Sie nicht mehr Speicher durch Skalieren in die Höhe erreichen können. Und Skalieren in die Breite funktioniert einfach nicht. Warum ist das so? Was ist eigentlich das Problem beim Skalieren in die Breite bei Storage?
Hier ist das. Na gut. Wenn Sie sich anschauen, wie Storage-Lösungen üblicherweise funktionieren, ja, dann werden Sie feststellen, Sie haben blockbasierte Datenspeicher. Und einen blockbasierten Datenspeicher können Sie zunächst mal gar nicht ohne weiteres sinnvoll verwenden, wenn Sie in den Laden gehen und das Ding kaufen. Sie können da zwar Daten drauf ablegen, aber Sie wären später nicht in der Lage, diese Daten zu irgendeinem Zeitpunkt X wieder koordiniert zu lesen. Um dieses Problem zu umgehen, brauchen wir ein kleines Helferlein und dieses Helferlein kennen wir unter der Bezeichnung Dateisystem. Das heißt, ein Dateisystem macht einen Datenträger, einen blockbasierten Datenträger für uns überhaupt erst sinnvoll organisierbar nutzbar. Und wenn Sie sich anschauen, wie Dateisysteme heute üblicherweise funktionieren, dann kommen Sie drauf, die sind sehr eng darauf angewiesen, mit dem Datenträger, zu dem Sie gehören, in Verbindung zu stehen. Ich kann ein Dateisystem üblicherweise nicht losgelöst von dem Datenträger benutzen, auf dem es tatsächlich oben drauf liegt. Das heißt, ich kann das Dateisystem hier nicht in mehrere Streifen zerschneiden und kann diese Streifen auf verschiedene Rechner in einem Setup verteilen, weil das Dateisystem eng mit dem Datenträger verbunden ist. Genau das, verteilte Systeme, wäre aber die Grundvoraussetzung, die ich erfüllen muss, um verteiltes Speichern zu ermöglichen. Um also genau diesen Scale-Out-Vorgang zu ermöglichen, wie ich ihn eigentlich haben möchte. Und dann stellt sich heraus, Blöcke sind für verteilte Systeme ein völlig unpassendes Konzept. Mit Blöcken kann ich verteilte Systeme nicht sinnvoll umsetzen. Das geht technisch einfach nicht. Und damit ergibt sich die Notwendigkeit für eine Alternative. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir das mit den Alternativen sinnvollerweise angehen, dann kommen wir zu den Object Stores. Object Stores umgehen dieses Problem durch einen verhältnismäßig leichten, durch einen verhältnismäßig eingängigen Ansatz. Indem wir nämlich sagen, naja, wir haben eine Datei und die Datei, die wir abspeichern, die zerteilen wir, bevor wir sie tatsächlich irgendwo auf Datenträgern ablegen, in kleine binäre Objekte. Binäre Objekte haben den Vorteil, ich kann die Dinge zerteilen, wie ich will, solange ich sie zu einem Zeitpunkt X später wieder zusammensetze, dann habe ich die Datei so, wie sie ursprünglich war. Genau das tun Object Stores. Object Stores ziehen im Grunde zwischen meinem Userland und dem, was meine eigentlichen Blockspeichergeräte sind, eine zusätzliche Ebene an. Auch bei Object Stores brauche ich tatsächlich blockbasierten Speicher. Das heißt, auch Object Stores haben natürlich die Notwendigkeit, irgendwo Festplatten zu benutzen, denn irgendwo müssen die Daten ja hin, die verschwinden ja nicht nirgendwo, nur weil ich jetzt einen Object Store benutze. Der springende Punkt ist, dass Object Stores hier eine zusätzliche Ebene einziehen. Das heißt, ich habe immer noch meinen normalen Datenträger, ich habe aber für jeden dieser Datenträger ein Dateisystem, aber oben drüber liegt der Object Store. Und der Object Store organisiert sich ausschließlich anhand der binären Objekte, die er intern in seiner Struktur kennt. Die Struktur von den Datenträgern unten drunter ist dem Object Store per se eigentlich völlig egal. Ja, das heißt, im Grunde haben wir hier eine Ebene, eine intelligente Speicherebene, die tatsächlich dafür sorgt, dass die eigentliche Dateisystemstruktur auf den jeweiligen Speicherdevices, also auf den Datentanks quasi, völlig irrelevant ist. Weil sich binäre Objekte bei Bedarf schneiden und zusammenlegen lassen, ergibt sich dann, dass ich meine binären Objekte hier nahtlos und völlig wahllos auf diese Dateisysteme verteilen kann. Und ein weiterer Vorteil dieser ganzen Geschichte ist, wenn ich schon diese Zwischenschicht hier drin habe, diese Objektzwischenschicht, dann bietet mir das natürlich die Möglichkeit, dass ich sehr viel flexibler anstellen kann, welche Interfaces diese Objektschicht in mein Userland exportiert. Das heißt, ich bin bei Object Stores nicht darauf angewiesen, dass ich ein spezifisches Interface habe, das meine Applikationen nutzen können, sondern ich kann an der Stelle tatsächlich mehrere Interfaces zur Verfügung stellen. Und das kann ein Block-Device sein, das kann ein normales Dateisystem sein. Da sind wir in der Wahl der Mittel zunächst mal eigentlich ziemlich unbeschränkt. Wenn wir uns eine Lösung anschauen wollen, die genau das mustergültig umsetzt, sind wir tatsächlich beim Thema dieses Vortrags angekommen, nämlich bei Ceph. Ceph ist ursprünglich eine Dissertation gewesen, verfasst 2007 von Sarge Arweil und Kollegen an der Universität von Santa Cruz in Kalifornien. Ist ein ziemlich beeindruckendes Werk. Also wer es lesen möchte, beschäftigt sich im Grunde, das Dokument beschäftigt sich mit der Art, wie Dateien gespeichert werden und fängt in den 50er Jahren an, arbeitet sich dann dateisystemmäßig immer weiter vor, bis es irgendwann in der Gegenwart ankommt. Und stellt sehr gut unter Beweis, dass Sarge Weil, also die Person, die sich dieses Ding ausgedacht hat, tatsächlich viel Hirnschmalz investiert hat in das, was er eigentlich mit dieser Lösung erreichen möchte.
möchte Ihnen im weiteren Verlauf SEF gerne einigermaßen genau, soweit das in der Zeit, die wir haben, möglich ist, vorstellen. Wenn wir uns mit SEF beschäftigen, dann werden wir darauf kommen, dass das eigentlich eine Lösung ist, die aus mehreren Teilen besteht, die aus mehreren einzelnen Teilen besteht, von denen jeder Teil ganz spezifische Aufgaben hat und bei denen jeder Teil auch eine andere Funktion zur Verfügung stellt. Der wichtigste Teil von SEF, selbstverständlich der Object Store. Wenn wir vom Object Store in SEF reden, dann ist das namentlich immer etwas verwirrend. Eigentlich heißt der Object Store in SEF RADOS. Offiziell ist das auch noch die Bezeichnung. Inoffiziell versucht die Firma, die SEF entwickelt, diesen Namen loszuwerden, weil er relativ unangängig ist. Also wenn ich im weiteren Verlauf von SEF oder von RADOS spreche, dann meine ich eigentlich in beiden Fällen das Gleiche, denn der offizielle Name für diesen Object Store soll in absehbarer Zeit SEF werden, soll also nicht mehr RADOS sein. Jetzt für den Augenblick habe ich den Namen hier noch mit draufgeschrieben, weil RADOS als Abkürzung, als Akronym ganz gut verdeutlicht, was das Ding eigentlich ist. Ja, was ist diese Object Store Software? Was tut das Ding? Redundant heißt, bei RADOS, bei diesem Object Store, ist die Redundanz Teil des Konzepts. Das heißt, alles, was darin abgelegt wird, wird automatisch mehrere Male abgelegt. Ich muss mich also als Benutzer, als Administrator nicht darum kümmern, dass ich da noch eine Hochverfügbarkeit selbst einbaue, so wie das ja bei vielen Storage-Lösungen der Fall ist, die Legacy-Lösungen sind, also die wir bis jetzt so benutzt haben. Autonomic heißt, das Ding ist selbstverwaltet. Als Administrator muss ich nicht irgendwie arbeiten, um diese Objektstruktur, die das Ding eigentlich ausmacht, nachzubilden. Was relativ vorteilhaft ist, weil das Ding alles, was mit Objekten betrifft, tatsächlich intern abwickelt. Ich als Administrator habe damit nichts zu tun. Distributed, der wichtigste Punkt, das ist verteilt. Das heißt, RADOS spart über viele, viele verschiedene Rechner. Und zwar nahtlos in die Breite. Ich glaube, das theoretische Limit liegt irgendwo bei 280 Millionen Rechnern, über die ist sicher gespannt. Sie werden da wahrscheinlich eher physikalische Schwierigkeiten kriegen, wenn sie sowas nachbauen. Ja. Das Lawrence Livermore National Laboratory hat einen Storage Cluster, zwar nicht mit SEF, sondern mit Luster, der umfasst ungefähr 60 Petabyte. Da muss man dazu sagen, das ist auch der Laden, der Atombomben baut. Das heißt, wenn die Platz brauchen, können die sich das relativ leicht organisieren. Das mal so zu formulieren. Aber sie werden ein bisschen Platz brauchen, um 60 Petabyte unterzubringen. Ja? Theoretisch also irgendwo da in der Höhe. Praktisch ist die Grenze wahrscheinlich weiter unten. Aber sie erreichen immer noch problemlos einigermaßen größere Datenspeichermengen mit diesem Ding. Und Object Store einfach nur als Bezeichnung für das, was die Software eigentlich tut, als Bezeichnung dafür, wie das Ding funktioniert. RADOS, der Object Store, besteht aus zwei Komponenten. Einerseits sind das die OSDs. OSD, in dem Falle die Abkürzung für Object Storage Daemon. Und wenn man jetzt beschreiben möchte, was ist ein OSD? Ein OSD ist eigentlich der Datentank, der einzelne Datentank innerhalb von SEF. Das heißt, das Device, wo tatsächlich meine binären Objekte am Ende drauf liegen, quasi eine falls jemand erstinkt, bitte Bescheid sagen. Eigentlich, also diejenigen Devices, die meine Daten, die Objekte am Ende enthalten, eine Art intelligente Festplatte, also eine Art Speicherdevice, das allerdings deutlich mehr Ahnung hat von dem, was es tut, als das einfache Eisen, so wie wir es kennen, wenn wir in den Laden gehen und das kaufen. OSDs sind in SEF grundsätzlich, zumindest wenn man der Standardannahme der Entwickler folgt, tatsächlich einzelne Festplatten. Jedes OSD, das ich in einem SEF-Cluster habe, ist demzufolge eine einzelne Festplatte. Und das geht tatsächlich so weit, dass die SEF-Entwickler ausdrücklich davon abraten, OSDs auf Hardware-Ebene in RAID verbunden zu konfigurieren. Weil sie sagen, der Object Store kümmert sich ohnehin um die Redundanz innerhalb dieser Lösung. Damit brauche ich nicht irgendeine Hardware-Lösung, die noch zusätzliche Redundanz da reinbaut. Denn es ist letztlich nur Platzverschwendung. Wenn der Speicher, der oben drauf liegt, also der Object Store, sich selbst um die Verwaltung von Redundanz kümmert, dann muss ich das nicht auf Hardware-Ebene nochmal einziehen, weil ich damit nur Platz unnötig verschenke. Jedes Block-Device mit einem Dateisystem kann ein OSD werden, vorausgesetzt, das Dateisystem unterstützt Extended User Attributes. Das kann X4 sein, das kann XFS sein.
Die Empfehlung von Ceph, also von Inkthank, von der Firma, die Ceph entwickelt, war bis letztes Jahr BataMS. Da war man noch in der Annahme, dass das irgendwann mal fertig werden würde. Nachdem das zumindest im Augenblick nicht abzusehen ist, ist die Empfehlung von Inkthank für Ceph-Devices tatsächlich XFS zu verwenden. Die zweite Komponente bei Rados, die eine bedeutende Rolle spielt, sind die MONs, die sogenannten Monitoring-Server. Die Monitoring-Server haben eigentlich drei elementare Aufgaben. Erstens, sie überprüfen anhand eines Paxos-Algorithmus die innere Struktur des Clusters. Monitoring-Server schauen gegenseitig, ob sie noch da sind, und auf diese Art und Weise ermitteln sie, ob sie Teil einer sogenannten Cluster-Partition sind, die die Mehrheit hat. Und da geht es im Wesentlichen darum, Split-Brain-Situationen zu vermeiden. Wenn ich einen Cluster habe und der bricht mir genau in der Mitte auseinander, dann kann ich als Client theoretisch links auf die Hälfte schreiben, kann rechts auf die Hälfte schreiben und auf diese Weise zwei Datensätze generieren, die voneinander unterschiedlich sind, die auseinander divergieren. Und die Monitoring-Server in Ceph haben die Aufgabe, das zu verhindern. Und wenn sie draufkommen, ich bin links in einer Partition und ich bin rechts in einer Partition und die hat nicht die Mehrheit innerhalb des Clusters, dann werden sie einfach dafür sorgen, dass der Cluster nicht mehr funktioniert. Das heißt, dann verhindern sie, dass noch irgendjemand schreibend auf das Ding zugreift. Monitoring-Server haben außerdem die Aufgabe, über vorhandene Monitoring-Server und vorhandene OSDs, also vorhandene Festplatten, Buch zu führen. Dazu erstellen sie eine Liste, eine sogenannte OSD-Map, also die Karte aller OSDs, die sogenannte MonMap, die Karte aller Monitoring-Server. Das sind Informationen, die sie an den Client weitergeben. Warum der Client diese Informationen braucht, komme ich dann gleich noch darauf zurück. Das sind so im Wesentlichen die drei Aufgaben. Ja. Erstens gucken, bin ich in der quoralen Partition. Zweitens Verzeichnis von OSDs und Monitoring-Servern pflegen. Drittens die beiden Dateien an die Clients ausliefern. Die Monitoring-Server sind also die Initial Points of Contact für jeden Client, der auf einen Ceph-Cluster zugreifen möchte. Wenn ich als Client irgendwas in Ceph schreiben möchte, dann muss ich zunächst mal beim Monitoring-Server nachfragen, wie sieht denn der Cluster eigentlich aus. Ich kann als Client nicht direkt mit einem OSD reden. Das kann ich erst tun, wenn ich weiß, welche OSDs gibt es denn. Monitoring-Server sind keine Proxies, das heißt, nicht jeder Datenverkehr, der durch den Ceph-Cluster gehen soll, muss durch einen Mon. Aber ich muss mir halt die Informationen vom Monitoring-Server als Client holen, wie genau funktioniert das denn. Und einfach um zu demonstrieren und vorzuführen, wie das Dataplace mit dem Ceph funktioniert, hier ein kurzes grafisches Beispiel. Wir haben in diesem Beispiel zunächst mal wieder unsere OSD-Server, also unsere eigentlichen Festplatten. Das werden natürlich in tatsächlichen realen Clustern deutlich mehr sein. Ja, die Annahme ist, dass das so zwischen 8 und 12 Platten pro Rechner sind. Und wenn Sie dann 20 Rechner in dem Cluster drin haben, dann können Sie sich vorstellen, dass das natürlich deutlich mehr OSDs sind als hier im Beispiel. Aber da oben 150 Gäste in den Malen hätte jetzt auch nicht wirklich geholfen. Insofern sind es hier mal nur 4. Und der Schleier, der Schatten, der da oben drüber liegt, bezieht sich auf den Client. Sagt nämlich der Client, der gleich ins Bild kommt, der weiß einfach noch nicht, dass die da sind. Wir haben unseren Monitoring-Server, also die Rechner, die Dienste innerhalb dieses Clusters, die verantwortlich sind, um den Zustand des Clusters zu überprüfen. Die Monitoring-Server wissen, welche OSDs da sind. Aber der Client, der jetzt dazukommt, der weiß das eben noch nicht. Der Client hat nur eine Datei. Der Client weiß, er möchte diese Datei gerne in diesem Cluster ablegen, aber er weiß nicht, wo er das Ding hinschicken muss, weil er nicht weiß, wie der Cluster von innen aussieht. Wenn also diese Datei, die da unten jetzt dargestellt ist, tatsächlich in diesem Cluster hochgeladen werden soll, wenn sie in diesem Object Store landen soll, dann muss der Client folglich zuallererst Kontakt aufnehmen zu einem Monitoring-Server. Das ist das einzige Mal, dass ich als Administrator irgendeine IP-Adresse statisch angeben muss. Ja. Ich muss dem Client sagen, rede mal mit dem Monitoring-Server 1 oder 2 oder 3 oder probiere sie hintereinander durch und hol dir von da die Information darüber, wie dieser Cluster aussieht. In dem Augenblick, in dem der Client sich diese Information geholt hat, hat er sie, das heißt, der Client weiß jetzt, welche OSDs habe ich denn eigentlich, wie sieht die Topologie dieses Clusters aus. Und wenn der Schritt passiert ist, dann kann der Client sich überlegen, gut, ich weiß jetzt, wie dieser Cluster aussieht, ich soll eine Datei hochladen, wie mache ich das? Eben habe ich gesagt, jede Datei, die in diesem Cluster hochgeladen wird, wird zunächst in mehrere Objekte unterteilt. Und dafür ist der Client zuständig. Das heißt, der Client hat diese Datei, nehmen wir der Einfachheit halber an, sie wäre 16 MB groß,
Der Client will diese Datei jetzt in binäre Objekte aufteilen und will diese binären Objekte auf die OSDs, die zur Verfügung stehen, verteilen. Dann sagt der Client zunächst mal, gut, meine Datei ist 16 MB groß, die Standardgröße eines Objekts in Ceph sind 4 MB, also teile ich die auf in 4 binäre Objekte a 4 MB. Damit ist der erste Teil dieser eigentlich wichtigen Arbeit schon fertig. Und der nächste Schritt, der dann kommt, ist ein Schritt, der für die interne Organisation von Ceph sehr wichtig ist. Denn was jetzt kommt, ist die Aufteilung in Gruppen. Das heißt, der Client sagt, ich habe 4 binäre Objekte und ich weise diese 4 binären Objekten jetzt Gruppen zu. Einer grünen Gruppe, einer blauen Gruppe zum Beispiel. Diese Gruppen haben in Ceph einen eigenen Namen. Diese Gruppen heißen in Ceph Placement Groups. Und anhand der Placement Groups, zu denen ein einzelnes binäres Objekt gehört, errechnet sich der Client selbstständig, wie diese Datei auf das OSD kommt. Das heißt, der Client weiß, aha, dieses binäre Objekt gehört zur Placement Gruppe Grün, gehört zur Gruppe Grün. Die Placement Gruppe Grün muss immer auf OSD 1 landen. Und äquivalent dazu bei der blauen Placement Gruppe, der Client sieht, aha, dieses binäre Objekt gehört zur Placement Gruppe Blau und die Placement Gruppe Blau muss immer auf OSD 3 landen. Das heißt, in dem Augenblick, in dem diese Aufteilung in Objekte und das Zuweisen zu Placement Groups passiert ist, weiß der Client auch, auf welche OSDs er diese Dateien hochladen muss. Und wenn er das hat, dann will er diese Dateien hochladen. Das heißt, er wird dafür sorgen, dass die Objekte, die zur grünen Placement-Gruppe gehören, auf dem OSD 1 landen und dass die Objekte, die zur blauen Placement-Gruppe gehören, auf dem OSD 3 landen. Er fängt mit dem Upload an. Das Schöne an diesem Upload ist, dass er parallelisiert stattfindet. Das heißt, der Client muss nicht die Placement-Gruppe, dass das Objekt 1 der Placement-Gruppe grün hochladen, warten, bis es fertig ist, das Objekt 2 hochladen und so weiter, sondern er kann das im Wesentlichen so aufteilen, dass er die komplette Leitung, die ihm zur Verfügung steht, zu diesem Zwecke ausnutzt. Was im Wesentlichen dazu führt, dass der Client, wenn er etwas in diesem Speicher ablegt, natürlich auf deutlich mehr Spinnen gleichzeitig zugreift, auf deutlich mehr Spinnen gleichzeitig schreibt, was wiederum von großem Vorteil ist dann, wenn Sie einen solchen Cluster betreiben möchten, nicht mit irgendwelchen schnellen SAS-Platten, mit irgendwelchen extrem schnellen Hardware-Rate-Controllern, sondern Sie können in so einem Ceph-Cluster tatsächlich das Ding benutzen im Wesentlichen mit Standard-Hardware, mit SATA-Platten, das ist gar kein Problem. Auch wenn die einzelne Platte nicht schnell ist und wenn Sie keinen Controller dazwischen haben, der großartigen Speicher hätte, werden Sie selbst mit normalen SATA-Platten durch diese Parallelisierung noch deutlich höhere Zugriffsraten erreichen, als Sie das mit SAS-Platten hätten. Ja? Innerhalb von virtuellen Maschinen geht da mit Standard-Hardware, wenn das Netzwerk passt, in aller Regel ist das Netzwerk dann der Flaschenhals, gehen aber innerhalb von virtuellen Maschinen 350 MB pro Sekunde problemlos. Und das ist im Vergleich zu dem, was Sie mit blockbasiertem Speicher hinkriegen, eine ganz schöne Summe. Das werden Sie mit SAS-Platten in der Regel nicht so schnell hinkriegen. Das heißt, die einzelne Platte, die ich für ein Ceph-Setup brauche, kann durchaus günstig sein. Toron-Controller kann ich mir sparen. Trotzdem habe ich hohen Datendurchsatz innerhalb dieser Konstruktion. Und die Aufmerksamen unter Ihnen werden jetzt vielleicht fragen, naja, ist ja alles schön, jetzt habe ich da oben meine Placement Groups auf den OSDs liegen, aber was ist mit der Redundanz? Ja, das Ding hat mir versprochen, ist ja redundant. Und wie ist das jetzt in der Praxis, wenn wir hier oben sehen, wir haben die Gruppen auf den OSDs abgelegt, dann müssen wir jetzt noch irgendwie auf die anderen OSDs. Ja, das heißt, wir müssen hier noch diesen Replikationsvorgang haben. Das Schöne ist, den muss der Client nicht anstoßen, sondern um diesen Replikationsvorgang kümmern sich die OSDs untereinander automatisch. Der Client muss also nicht das gleiche Objekt dreimal hochladen, er lädt es nur einmal hoch auf das sogenannte Primary OSD, also auf die erste Festplatte, die zu dieser Placement-Gruppe gehört. Die Replikation innerhalb der OSDs machen tatsächlich die OSDs selbst autonom. Der Client muss nur darauf warten, dass dieser Vorgang abgeschlossen ist. Die OSDs replizieren also untereinander, das kann ich sogar über separate Netzwerkpfade laufen lassen, wenn ich möchte. Und wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, habe ich meine Objektreplikas. Das ist im Wesentlichen oben so, wie es sein soll. Der Client hat jetzt die Auskunft von Ceph, dass der Schreibvorgang abgeschlossen ist und damit ist dieser Vorgang tatsächlich beendet. Diese Placement-Gruppen muss ich vorher konfigurieren? Deswegen Autonomic, das macht das Ding komplett allein. Also, da ist überhaupt nichts zu konfigurieren, aber wir werden das gleich, denke ich, hier noch sehen. Also, Live-Demo ist vorgesehen. Falls meine Stimme da noch geht.
schauen wir uns kurz nochmal diesen Schritt an, ja? Den Schritt des eigentlichen Uploads hin zu den OSDs. Woran macht Seth fest, welches OSD das Ziel für eine spezifische Placement-Gruppe ist? Es verwendet dazu einen eigenen Algorithmus und das ist wichtig. Andere Lösungen dieser Art haben da ganz verschiedene Mechanismen, ja? Zum Beispiel eine Hashtable, also eine Tabelle, in der einfach abgespeichert wird, welches Objekt lade ich auf welchen Server. Dann habe ich ein Nadelöhr, da wo diese Tabelle, wo diese Datenbank läuft, denn ich muss für jeden Zugriff auf den Speicher diese Datenbank abfragen. Das ist bei Crush, bei diesem Algorithmus nicht so. Man kann darüber diskutieren, ob es eine gute Idee ist, einen datenverarbeitenden Algorithmus Crush zu nennen, aber auch Crush ist in diesem Falle wieder nur ein Akronym, steht für Controlled Replication under Scalable Hashing. Die Autoren beschreiben diesen Algorithmus als pseudozufällig. Pseudozufällig deshalb, weil er für jede Placement-Gruppe, die innerhalb des Clusters existiert, bei dieser algorithmusbasierten Kalkulation auf dem Client zufällig OSDs ausgibt, aber die zufälligen OSDs, die er ausgibt, gibt er reproduzierbar aus. Das heißt, wenn der Client fragt, wohin muss ich denn die Objekte hochladen, oder wenn der Client sich errechnet, wohin muss ich die Objekte hochladen, die zur grünen Placement-Gruppe gehören, dann wird er bei der normalen Kalkulation immer OSD 1 rauskriegen und OSD 5 und OSD 8 als sekundäre OSDs. Es sei denn, eines dieser OSDs geht zwischendurch kaputt, dann wird es natürlich nicht so sein. Dann wird der Crush-Algorithmus das so adaptieren, dass das kaputte OSD nicht mehr Teil dieser Kalkulation sein wird. Aber wichtig an der Stelle ist, die komplette Zuweisung vom Objekt hin zu den eigentlichen Festplatten passiert algorithmisch. Es gibt da keine Datenbank, es gibt keine Hash-Tabelle, die irgendwo benutzt wird. Das ist tatsächlich ein reiner Algorithmus und das ist natürlich performancemäßig von Bedeutung. Vorteilhaft für den Administrator, er kann über diesen Crush-Algorithmus die Art, wie das Data-Placement funktioniert, beeinflussen. Das heißt, er kann sagen, ich möchte, dass bei jedem Duplikationsvorgang ein OSD in Rechenzentrum 1 benutzt wird, eines in Rechenzentrum 2 und eines in Rechenzentrum 3. Oder wenn wir keine Rechenzentren haben, wenn wir zum Beispiel nur verschiedene Racks haben in unterschiedlichen Brandschutzzonen des Rechenzentrums, dann geht das mit Crush ebenfalls. Das heißt, durch Crush, durch diesen Algorithmus ist Ceph tatsächlich vollständig Racko, ja? Und gibt mir die Möglichkeit zu beeinflussen, wo die einzelnen Objekte sinnvollerweise liegen. Ich kann auch festlegen, dass ich eine Replika in mindestens zwei verschiedenen OSDs von Rack 1 haben möchte, in zwei verschiedenen OSDs von Rack 2 und so weiter und so fort. Der Fantasie sind da letztlich keine Grenzen gesetzt. Ich kann auch selbst Labels definieren. Ja? Ich kann ein Label definieren, das das Rack heißt, ich kann eines definieren, das Datacenter heißt. Da bin ich in der Wahl der Mittel, was Crush angeht, weitestgehend frei und weitestgehend ungebunden. Frage. Bitte. Kann das jetzt auch irgendwo außerhalb des LANs irgendwo im Internet sein? Wenn ich dahin eine TCP-IP-Verbindung aufmachen kann, dann grundsätzlich schon, ja. Also ich sage, ich habe jetzt im Rechenzentrum meine operativen Daten und irgendwo draußen als Backup. Eine Replikation ist nicht Backup. Großer Unterschied. Ja, aber als gedacht, weil das Rechenzentrum aus. Na, Replikation ist nicht Backup. In dem Augenblick, in dem ich falsche Daten in mein primäres Rechenzentrum schreibe, werden die automatisch auch auf die andere Seite repliziert. Mhm. Also Replikation ist kein Backup. Das sind so unterschiedliche Paar Schuhe. Als Failover. Als Failover geht es, natürlich. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass die Verbindung halt passen muss. Ja? Also Ceph kann zumindest im Augenblick noch nicht asynchron replizieren. Das heißt, wenn die Verbindung ins Internet einigermaßen langweilig ist, dann wird das ein sehr hoch. Aber grundsätzlich spricht technisch nichts dagegen. Das heißt, der Write-Prozess ist, der wartet drauf, bis alle Tools genug Replizierer so sicher repliziert haben. Dann kriegt der Prozess zurück, gerade geschrieben. Der Client kriegt das okay für den Schreibzugang in dem Augenblick zurück, ja. Indem das Objekt, das er schreiben möchte, in so vielen OSD-Journalen angekommen ist, wie die Replikationseinstellung es vorgibt. Das OSD-Journal ist noch eine Eigenheit, die ich normalerweise nicht erwähne, aber es ist quasi ein OSD-Cache. Ja, jedes OSD hat einen eigenen vorgeschalteten Cache und in diesen OSDs, in diesem OSD-Journal muss das binäre Objekt auf allen Rechnern angekommen sein, die zur Replikationsprinzip gehen. Das heißt, drei Replikas müssen existieren, es muss in drei Journalen von OSDs dieses Objekt liegen und dann kriegt der Client das okay für den Schreibzug.
Das heißt, wenn ein Pool davon jetzt über schmale 56K-Leitung wäre, würde es ewig lang. Also erstens, wir reden gerade von Pools. Pools sind in Sci-Fi eine eigene Geschichte. Achso, okay. Die haben damit überhaupt nichts zu tun, zumindest nicht vorher. Okay, das falsche Wort. Aber man würde nicht zwei Hälften eines Sev-Clusters über 56K anbieten. Nein. Yay. Dafür ist es dann nicht gedacht. Also das ist keine gute Idee. Bitte eine Leseprogramm. Bitte was? Leseprogramm. Grundsätzlich genauso, auch das Lesen funktioniert parallelisiert. Aber irgendwo muss der Wissen, dass die Dateien so aufgeteilt worden sind. Beim Lesen macht das Ding genau den gleichen Crush-Algorithmus wie beim Schreiben. Das heißt, auch beim Lesen guckt der Client, ich soll jetzt das Objekt mit der ID XYZ holen. Ja. Wo liegt das? Das ist eine Kalkulation, die passiert auf Grundlage des Namens des Objekts, des Namens des Pools, wo es dazu gehört. Denn da kommen die Pools ins Spiel, aber das werde ich jetzt nicht in einer Detailtiefe gezeigt werden. Aber anhand dieser Information kann der Client sich wirklich tatsächlich die Information holen, auf welchen OSDs liegt das. Und dann listet sich die Binärobjekte zusammen und setzt die Datei am Client wieder zusammen. Aber es gibt keinen Index oder so. Bitte was? Es gibt keinen Index oder so. Nein, es gibt keinen Index, der irgendwo ausgelesen werden müsste. Aber also zur Replikation, wenn jetzt einer von diesen OSDs ausfällt, werden dann, wenn ich das ersetze, sowas die Daten dann wieder drauf repliziert oder verliere ich dann? Nein, in dem Augenblick, in dem ein OSD ausfällt, der Standard-Timeout dafür sind 5 Minuten, würde Ceph automatisch anfangen, die Objekte, für die jetzt zu wenige Replikas da sind, denn das wäre der Zustand, der entsteht, wenn ein OSD ausfällt, Kopien anzulegen von den Replikas, die noch da sind. Das heißt, in dem Augenblick, in dem das OSD ersetzt ist, was ja wahrscheinlich deutlich später der Fall wäre, wäre es einfach eine leere Platte, die erst dann wieder in diesen Crash-Vorgang mit einbezogen wird. Gut. Wir haben jetzt über den eigentlichen Object Store geredet, aber nicht über Clients, ja. Dieser eigentliche Speicher ist ja schön, nur wenn ich clientmäßig nicht hinkomme, bringt mir das alles verhältnismäßig wenig. Das heißt, wie kann ich vom Client aus auf diesen Speicher zugreifen? Variante 1, es gibt ein Block-Device-Interface. Das heißt, ich kann auf diesen Speicher zugreifen, wie auf ein ganz normales Block-Device in Linux. Wenn Sie einen USB-Stick an den Linux-Rechner anstecken, ist das ein Block-Device und genauso kann ich auf Ceph auch zugreifen. Nennt sich Radash Block Device, abgekürzt RBD. Das Radash Block Device gibt es in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Variante 1, der eigentliche Kernel-Treiber. Es ist tatsächlich ein Kernel-Modul für Linux. Das können Sie in den Kernel hineinladen. Und da können Sie über dieses RBD-Kernel-Modul sagen, ein bestimmter Bereich in meinem Cluster ist jetzt zu nutzen wie ein Block Device. Ja? Sieht dann auf Linux so aus, dass Sie ein DevRBD0 haben und das funktioniert im Wesentlichen genauso wie eine Festplatte. Variante 2, QEMU-RBD. QEMU-RBD ist ein Storage-Treiber, ein Storage-Backend für QEMU. Das heißt, wenn Sie QEMU benutzen, dann können Sie aus QEMU heraus direkt auf Ceph zugreifen, so als wäre das im Hintergrund eine Festplatte für Ihr RBD, Verzeihung, für Ihre virtuelle Maschine. Sieht in der Lib-Build-Konfiguration dann so aus, das heißt, wir haben hier eine Festplattenkonfiguration, wir geben hier nur die Multitrain-Server an und den Namen des RBD-Images und dann schreibt QEMU im Hintergrund 1:1 auf den Radar-Speicher. Und das wiederum ermöglicht Ihnen Self-Containing, Self-Cluster, Virtualisierungscluster, wo Sie auf jedem Rechner ein einzelne OSDs haben, das heißt, die Rechner machen ihren Speicher selbst und die Rechner machen auch die Virtualisierung selbst. In so einer Konstruktion können Sie auf jedem der 8 Knoten, die Sie hier sehen, jede virtuelle Maschine innerhalb des Clusters laufen lassen. Ja, das ist quasi so ein typisches 2-Knoten-Virtualisierungssetup. Es ist halt nur nicht auf 2 Knoten begrenzt, sondern wenn Sie Pacemaker einsetzen, irgendwo um die 25. Und wenn Sie andere Virtualisierungslösungen einsetzen, die Ceph entsprechend nutzen können, dann würden Sie da tatsächlich nahtlos in die breite skalierende Virtualisierungscluster kommen. Wir haben als Alternative eine RESTful API. REST ist ja gerade so der neueste Schrei in der IT. Da geht es eigentlich nur darum, den Benutzern Zugriff auf Daten innerhalb des Clusters zur Verfügung zu stellen über ein HTTP-Interface. Das heißt, sowas wie Dropbox, sowas wie Google Drive, das ist das, was Sie im Rados ebenfalls tun können, wenn Sie das Rados Gateway dazu nehmen. Das Rados Gateway bietet also eine HTTP-Schnittstelle zu Ceph. Funktioniert im Wesentlichen FCGI-basiert, das heißt FCGI ist ein Modul, das können Sie in Apache laden, Sie können auch einen Webserver benutzen, der selbst FCGI spricht, und dann können Sie Benutzern die Möglichkeit geben, Objekte aus Rados direkt über ein HTTP-Interface aufzurufen, kompatibel mit S3, also mit Amazons S3-Protokoll und mit Swift, alle Clients, die für diese Protokolle existieren, können Sie auch
mit einem RADAS nutzen, dem ein RADAS Gateway vorgestellt ist. Dann haben wir noch das POSIX-kompatible Dateisystem, das mittlerweile SafeFS heißt. SafeFS bietet ein Dateisystem, ein POSIX-kompatibles Dateisystem an für den Zugriff auf Ceph. Bedeutet, ich kann da tatsächlich auf Ceph zugreifen, wie auf ein normales Dateisystem auch. Ist ein Treiber in Linux, Bestandteil des Kernels seit Linux 2.6.37 und wie gesagt, im Wesentlichen voll POSIX-kompatibel, bietet mir POSIX-Metadaten an. Dazu braucht es einen eigenen Dienst, der sich Metadatenserver nennt. Der Metadatenserver bietet also den Clients direkt diese POSIX-Metadaten an und hat den großen Vorteil, dass der Metadatenserver selbst nur ein Cache ist. Die Dateien oder die tatsächlichen Metadaten der Objekte für dieses Dateisystem liegen in Ceph auf den OSDs in den User Extended Attributes der Objekte. Das heißt, der Metadatenserver cached nur, aber wenn der Metadatenserver ausfällt, dann haben Sie keine Downtime, sondern Sie haben einen Standby-Metadatenserver, der nahtlos die Arbeit des ausgefallenen Rechners übernimmt. Einziges Problem, das ist leider noch ein bisschen Beta, als einzige Komponente ist ein Stack. Das sage ich auch dazu, der Object Store per se, das RADAS Block Device und auch das RADAS Gateway sind fertig, sind in einer Version 1.0 erschienen, sind stabil, lassen sich auch kommerziell von Intank supporten. Das Dateisystem ist gerade im Begriff fertig zu werden. Da sagt Intank tatsächlich, wir arbeiten noch dran. Es gibt ein paar Corner Cases, die noch nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Ist allerdings für die nächsten 3 Monate geplant. Wer im Inktank-Blog nachliest, findet zu dem Thema auch detaillierte Informationen im Hinblick darauf, was dieses Ding können wird und was nicht. Wer keinen passenden Client gefunden hat, unter denen, die ich jetzt erwähnt habe, schreibt sich einfach selber ein. Es gibt eine C-Bibliothek namens LibRADAS, mit der ich den Zugriff auf Programmebene auf RADAS unmittelbar ermöglichen kann. Das ist auch die Bibliothek, die QEMU RBD im Hintergrund nutzt, um den Zugriff auf RADAS zu ermöglichen. Hat Bindings für verschiedene Skriptsprachen. Es gibt ein Python-Interface dafür. Es gibt ein PHP-Interface dafür. Es gibt ein PHP-RADAS. Was vielleicht ein bisschen komisch aussieht, aber wenn Sie sich den Use Case dafür vorstellen, wenn Sie sich nämlich vorstellen, dass Sie eine PHP-Applikation haben, die über PHP-RADAS direkt Objekte in den Object Store schreibt, anstatt diese auf einem Dateisystem abzulegen, wo sich dann irgendeine andere Applikation wiederum darum kümmern müsste, das entsprechend zu verwalten, dann ist das gar nicht so blöd. Ich habe das am Anfang auch ein bisschen belächelt, aber eigentlich lässt sich das ziemlich gut einsetzen, um zum Beispiel Bilder für Webseiten zu speichern. Das kann ich mit PHP-RADAS ziemlich effektiv machen. Wofür kann ich das Zeug einsetzen? Natürlich gigantische Storage, darum geht's, das ist die Kernintention dahinter. Sie kriegen 40 Terabyte repliziert 3-mal mit Standard-Hardware von irgendeinem Standard-Hardware-Lieferanten um ca. 21.000 Euro, wobei das der Listenpreis ist. Das heißt, wenn Sie einen Haus- und Hoflieferanten haben, mit dem Sie Sonderkonditionen ausgehandelt haben, dann werden Sie entweder um das gleiche Geld mehr Speicher kriegen oder den gleichen Speicher um weniger Geld. Virtualisierungs-Setups sind ein ganz klassisches Einsatzszenario, wie eben schon dargestellt. Sie werden also durch die QEMU-Anbindung von QEMU an RBD da nahtlos skalierende virtualisierte Lösungen bauen können. Wer findet Eisgase ekelhaft? Gut, immerhin doch ein paar. Sie können aber trotzdem, wenn Sie ein RBD-Device haben, ein Eisgase-Device draufkleben und auf diese Art und Weise Windows-Hosts die Möglichkeit geben, Daten hochverfügbar und repliziert in RADAS abzulegen. Das heißt, wer Windows hat, kommt mit einem iSCSI-Target in RBD ganz gut an die Geschichte ran. Cloud Computing, Sie sind meine Zeugen, ich habe das Wort gesagt, es gibt ja keinen Vortrag, den nicht mindestens einmal Cloud vorkommt, aber natürlich ist das eine Lösung, die sich an Cloud-Setups richtet, denn Cloud-Setups sind natürlich solche Setups, die a priori darauf ausgelegt sein sollen, nahtlos in die Breite zu skalieren. Und das ist Ceph auch, das heißt am Beispiel von OpenStack lässt sich das ganz gut demonstrieren. Ceph hat eine 1:1 nahtlose Anbindung an alle wichtigen OpenStack-Komponenten, an den Image-Dienst, an den Dienst für Blogspeicher und als Object-Store kann ich Ceph kann ich RADAS auch einsetzen, eben durch das RADAS Gateway, also durch das OpenStack Swift-kompatible Interface und bin an der Stelle dann ganz gut raus, was das Thema angeht. Wer von Ihnen glaubt, dass das furchtbar kompliziert zu konfigurieren ist, das Ganze? Gesehen. Oh, was wie? Nein, das war ja nur die Lippwirt. Wir haben noch 6 Minuten, wenn ich mein Buch nicht täuscht, richtig? Bitte. Mir ist es vor zwei Jahren safe probiert. Mir ist es damals passiert, dass ich einen kleinen Testcluster innerhalb einer halben Stunde komplett gegen die Wand gefahren habe.
Das mag ja sein, aber das war auch vor zwei Jahren. Ja, weil eine der Platten voll wurde und das hat dazu geführt, dass die nächsten beiden Platten sofort auch voll wurden. Inktank hat vor ungefähr einem Jahr angefangen, das Zeug kommerziell zu vermarkten, weil sie beschlossen haben, upla, da kann man ja Geld ausmachen. Es hat sich da so viel getan, dass es kein realistischer Vergleich wäre, den Stand vor zwei Jahren herzunehmen und mit heute in Relation zu setzen. Da würde ich einfach darauf bitten. Ich setze seitdem Musikfässer. Ist es so ähnlich? Nein. Mit dem konzeptionellen Nachteil. Das war der Grund, warum ich Safe zuerst gewählt habe. Aber wofür ich es verwende, ich habe eigentlich einen Rechencluster und alle Rechner in diesem Cluster, die eine bestimmte Anzahl von Speicher frei haben, explodieren, das in einem Pool und wir verwenden das dann als Scratch. Ja. Wäre Safe dafür auch inzwischen geeignet? Können wir zu den Fragen nachher kommen, bitte? Ja. Weil ich würde gerne kurz zeigen, wie es funktioniert. Einfach um so ein bisschen die Berührungsängste auszuräumen, die vielleicht da sind. Wir haben eine Self-Konfigurationsdatei, kann das nun jeder sehen. Nennt sich etc.self.conf, besteht im Wesentlichen eigentlich aus vier Teilen, nämlich aus einer Global Section. Hier aktiviere ich die Benutzerauthentifizierung. Ich kann einen Self-Benutzer einrichten und ich kann diesen Benutzern Zugriff auf unterschiedliche Teile meines Clusters ermöglichen. Das führt dann im Wesentlichen dazu, dass ich auch die Dienste untereinander nur per Passwort reden lasse, was den Sicherheitsleuten sicher sehr gefallen wird. Wir haben die Mon-Section. In der Mon-Section muss ich festlegen, welchen Monitoring-Server das Setup hat. Wir haben die MDS-Section. Darin lege ich fest, welche Metadaten-Server ich für Safe haben möchte. Und wir haben die OSD-Section. Da lege ich fest, welche Platten denn eigentlich welche Rechner meine Platten enthalten. Ja, das heißt, hier habe ich dieses Mapping von Rechnern auf Platten. Und dann unten noch die Einstellung, die festlegt, wo der Administrationsschlüssel liegt, das heißt, wo der Schlüssel liegt, mit dem ich Admin-Zugriff auf diesen Cluster habe. Und wenn Sie diese self.conf so haben, die ist 44 Zeilen lang und lässt sich so, wenn Sie ein Setup selber bauen, so wie ich sie hier habe, im Wesentlichen 1:1 in Ihrem Setup adaptieren, wahrscheinlich wenn es nur die Hostnames und die IP-Adressen austragen müssen, dann ist die Self-Konfiguration im Wesentlichen fertig. Der nächste Schritt bestünde darin, dass ich MakeSafeFS aufrufe. MakeSafeFS ist ein Shell-Skript, das in absehbarer Zeit abgelöst werden wird durch ein Python-Tool. Aber noch ist es der empfohlene Weg, das Zeug zu installieren. MakeSafeFS setzt mir auf den Rechnern die Infrastruktur für die Verzeichnisse von Safe auf, setzt mir auf den Rechnern auch die Infrastruktur für die Authentifizierung auf. Aber es ist nur dieser eine Befehl, den ich aufrufen muss und der ist generisch. Das heißt, den werden Sie, wenn Sie diese Installation so durchführen, bei sich 1:1 genauso durchführen wollen. In dem Befehl aufrufen, dann sehen wir jede Menge Zeilen. Und ja, es steht ein paar Mal No Such File Directory darin. Das liegt aber daran, dass das Teil erst checkt, ob ein Verzeichnis da ist, bevor es das anlegt. Und jetzt ist der komplette Installationsprozess von Safe abgeschlossen. Das heißt, jetzt kann ich ein Safe-W machen. Starten sollte ich noch. Guter Plan. Die Dienste von Safe starten und in dem Augenblick, in dem die Dienste von Safe gestartet sind, kann ich ein Safe-W machen und sehe, dass dieser Cluster jetzt einsatzbereit ist. Ja, das heißt, das war die komplette Konfiguration und die komplette Installation, die ich brauche, um Safe zum Laufen zu kriegen. Und jetzt ist der Cluster nutzbar. Kann ich ganz gut sehen. Wenn ich mal Safe mounten möchte, hier sieht man ganz gut, es ist ein Mount-Dateisystem Typ Safe. Ich gebe nur einen Monitoring-Server an, ich gebe den Pfad an, wohin ich es mounten möchte, kann jetzt in dieses Verzeichnis wechseln, kann da einen Touch-Test machen oder kann eher noch einen Echo-Test im Dateinamens-Test machen. Und wenn ich jetzt den Schlüssel, den ich brauche, um als Administrator zuzugreifen, noch auf den zweiten Rechner kopiere, auf Bob, dann kann ich da diesen Befehl genauso ausführen und kann dann in MNT-Safe sehen, dass das genau die gleiche Datei ist. Das sieht also von außen so ein bisschen aus wie ein NFS, hat aber im Hintergrund natürlich ganz andere Funktionsweisen als ein NFS hätte. Ich kann jetzt auch schon RBD benutzen, also das, was wir eben zum Thema Virtualisierung mit QEMU hatten. Dazu würde ich mir jetzt ein sogenanntes RBD-Image anlegen. Das ist im Beispiel ein Gigabyte groß. Wenn ich es angelegt habe, kann ich es mappen. Das heißt, ich sage Safe, ich möchte dieses Ding bei mir lokal benutzen. Das tut das Kernel-Modul für mich. Und dann kann ich im nächsten Schritt ein Dateisystem auf diesem Ding anlegen und kann das lokal ebenfalls benutzen. RBDs kann ich auf vielen verschiedenen Rechnern gleichzeitig mounten. Ist also so ein bisschen wie ein Dual Primary RBD, nur dass ich es halt auf 10 Rechnern gleichzeitig Primary haben kann. Ja, ich kann ein OCFS2 auf einem RBD haben, das auf 10 Rechnern läuft, will ich aber nicht, aus offensichtlichen Gründen. Insofern lässt sich das schon machen. So, jetzt haben wir zeitlich sind wir ein bisschen knapp, aber ich bin ganz schnell fertig gesprungen.
Weil es sind nämlich eben nur vier Folien. Drei präzise gesagt. Wir haben am 24. Mai 2013 in Berlin den OpenStack-Nachtrag 2013. Da wird auch ein Vertreter von Inktank da sein. Das heißt, wer Fragen zu Seffert und diese stellen möchte, kann das, wenn er ohnehin beim Linux-Tag ist, in Berlin tun. Eintritt ist frei und wer sich früh genug meldet, kriegt in Kombination mit dem Eintritt, mit dem Freien auch noch eine Zugangskarte für die Linux-Nacht, also für das Social Event des Linux-Tags am Abend vorher. Wer diese Karte nehmen möchte, kann auf diese URL nachschauen, wie er rankommt. Dankeschön an Sargeweil für Seth, Dankeschön an Intel für die Erlaubnis, das Logo nutzen zu dürfen. Und falls Sie Lust haben, sich mit Seth etwas genauer zu befassen, beim ersten Link haben Sie mein Google Plus Profil, das heißt, da können Sie in Kontakt mit mir treten, wenn Sie möchten. Der zweite Link enthält das Slide Deck von dieser Präsentation, so wie ich es Ihnen benutzt habe. Wenn Sie Informationen zu Seth haben möchten, dann finden Sie das auf unserem Twitter-Account oder auf astexo.com. Und jetzt können wir noch, haben wir noch 3 Minuten Zeit für Fragen, oder? Ja, 3 Minuten ist okay. Okay. Wer stoppt mit? Hier der Frage, und zwar zu dem Mountain und zu den Monitoring-Servern. Es sind ja 3 jetzt gewesen und ja. Bei Mountain ist jetzt nur einer angegeben worden. Ja. Wenn jetzt ein, genau dieser hin wird, tut der Markt automatisch auf den anderen umswitchen? Ja. Dem Augenblick, in der Client einmal die Monitoring-Map empfangen hat, und es stürzt ihm der Monitoring-Server ab, den ich angegeben habe, nimmt er automatisch einen anderen. Wenn ich meinem Client nur einen Monitoring-Server konfiguriere und es startet sich der Client neu, während der Monitoring-Server noch nicht wieder lebt, habe ich ein Problem. Denn dann versucht der Client, den Monitoring-Server anzureden, der nicht da ist. Deswegen sinnvollerweise bei sowas immer mehrere Monitoring-Server. Mit Komma oder wie geht es dann? Komma separiert, genau. Okay. Deswegen auch im Blick wird in der XML die 3 angegeben. Genau, richtig. Damit sie in jedem Fall sie connecten können. Genau, richtig. Okay. Bitte. Das Filesystem am Host selber, das muss das für, wenn man nur RDB verwendet, auch GPRFS sein, oder kann das ein vernünftiges Filesystem auch sein? Moment nochmal, was? Das Problem war ja, dass man am Client das GTRFS empfohlen wird von SafeFS. Nee, dass das Dateisystem, das empfohlen wird für Safe, ist eigentlich das, was auf den USDs drauf liegt. Aber die Diskussion ist eigentlich hinfällig, weil es ist immer XFS. Also die Empfehlung von Intel ist momentan immer XFS. Egal für wo in diesem Ding. Bitte. OSDs mit unterschiedlichen Kapazitäten, wie wird das jetzt verteilt? Naja, anhand der Kapazität, so wie es festgelegt ist. Es gibt, Seth hat mittlerweile die Möglichkeit zu sagen, du schau mal, mir läuft da mein USD voll. Das wäre dann einfach eine Warnmeldung, die Seth rausgibt. Ja? Wenn die Replikationspolicy Seth dazu zwingt, ein bestimmtes USD zu benutzen, dann wird es halt irgendwann sagen, ich spiele nicht mehr mit, weil er geht nicht, weil ich kann nicht mehr das tun, was du von mir verlangst, also tue ich lieber gar nichts mehr, safety first. Wenn es unterschiedliche Kapazitäten sind, wie gesagt, ja, dann muss man halt schauen, wie das mit der Replikationspolicy passt. Normalerweise wird es die Sachen gleichmäßig verteilt am Werk, aber wenn halt irgendwann kein Platz mehr da ist, dann ist es schwierig. Gleichmäßig verteilt heißt jetzt prozentuell oder genau? Dann hat die Priorität die festgelegt. Ich kann für jedes USD Prioritäten festlegen. Also die haben normalerweise alle 1, 1, also ganz normal 1, dann ist es prozentual, wenn ich 1 höher priorisiere, dann ist es was anderes. Bitte. Eine Frage zu Herrn Karschel, nämlich das Beispiel, das wir vorhin gehabt haben, dass ein USD ausfällt. Ja. Die Daten werden dann umverteilt, dass Sie da die Redundanz vorhanden ist, die wir haben wollen. Genau. Aufgrund dessen, dass der Karschel sieht, dass das USD nicht mehr da ist und das alles. Genau, richtig. Jetzt tue ich wieder USD dazu. Ja. Der ist nur leer. Ja. Wird dann hier zurück umverteilt, wo mein Meister Crash-Algorithmus dann zu welchem Systemzustand das er benutzen muss, um herauszufinden, wo, auf welchen OSDs die Daten die Binary Objects liegen. Nein, das neue OSD, das ich als erste hinzufüge, ist ja ein neues. Das heißt, wenn das alte OSD rausgeflogen ist, wenn das OSD, das vorher OSD 11 geheißen hat, weg ist und ich nehme das aus Seth raus, dann weiß Seth ja, dass das nicht mehr Teil des Algorithmus ist. Wenn ich dann ein neues hinzugebe, ist es auch in der Crashmap ein neues USD. Auf das die Referenzen vom formaligen USD 11 einfach nicht mehr da sind. Das ist so, als würde ich eine neue Platte dazugeben, wenn ich eine kaputte Platte austausche. Ja, vom Ding her ist mein Gedankenproblem ist das, wenn ich bei Crash-Algorithmus muss ja, wenn ich ein neues reinlege, nachdem ich es wieder vergrößert habe, muss ich ja dieses
dieses neue OSD verwenden. Da kommt dann das, nein, er ja. muss es nicht verwenden. Er kann es sollte es verwenden, wenn eine neue Daten einbaut, soll es. Ja. Aber ich muss ja trotzdem für die Files, die früher gespeichert worden sind, die alten OSDs rauskriegen, die der Pascha-Algorithmus vorher. Nein, deswegen ja Pseudorandom. Das heißt, wenn ich ein neues OSD hinzugebe, ändert sich ja an der ID nichts. Aber vielleicht können wir das nachher kurz besprechen. Gibt es noch irgendwelche anderen Fragen? Weil sonst. Wir sind schon über die 3 Minuten, aber danke. Letzte Frage. VMware Storage verwenden? Meines Wissens nach nativ im Augenblick nicht, wenn dann über RWD. Also einen Self-Connector für VMware gibt es meines Wissens nach nicht. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für das Interesse und bis bald.